Die große Herausforderung beim Mammutmarsch ist es, dass man 24 Stunden nicht schläft, dass man 24 Stunden lang ohne Unterbrechung mit ein paar Pausen auf den Beinen ist und dass man sich einfach immer wieder, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt bin ich müde, jetzt habe ich Hunger, jetzt will ich einfach nur mich hinsetzen und nicht weiterlaufen, immer wieder motivieren muss, aufzustehen, weiterzulaufen, Schritt für Schritt für Schritt, bis man die 100 Kilometer überstanden hat. Es ist vor allem eine Sache des Kopfes. Man muss nicht dafür in Form sein, einen Marathon zu laufen. Aber man darf sich auch keine Illusionen machen. Es ist einfach eine ganz andere Belastung als ein Lauf. Als ich zum ersten Mal von dieser Herausforderung gehört habe, 100 Kilometer laufen, war es für mich sofort so, dass ich wusste, ich will das selber ausprobieren. Ich möchte selber herausfinden, ob ich diese 100 Kilometer schaffen kann. Es war einfach wie eine persönliche Herausforderung an mich selber. Ich wusste, ich muss es mir beweisen, schaffe ich das auch oder schaffe ich das nicht. Das Highlight des Laufs ist natürlich das Ziel, ist natürlich die 100 Kilometer geschafft zu haben. Dazwischen gibt es oft Zeiten, da macht es natürlich nicht viel Spaß, hier einfach zu zwingen und Schmerzen zu ertragen und Müdigkeit zu ertragen. Aber das Highlight ist, wenn man dann wirklich diese 100 Kilometer geschafft hat. Und wenn man im Ziel einläuft und so dieses Bewusstsein langt, okay, gerade bin ich einfach nur völlig fertig, aber ich habe gerade so eine unglaubliche Distanz auf meinen eigenen zwei Füßen überwunden. Das ist das absolute Highlight. Wenn du Lust hast, rauszufinden, ob du 100 Kilometer in 24 Stunden laufen kannst, scroll runter, da ist ein Anmeldeformular, melde dich jetzt an und sei dabei.